hatte schöne Augen. Und sie war klug. Seele und Verstand harmonierten. Ich dachte zuerst, sie mische sich zu sehr in die Politik ein. Dabei tat sie es zu wenig. Unser Gespräch war einzigartig. Trotz all meiner Bemühungen gab sie den Ton an. Anstatt ihr eine Krone zu nehmen, mochte man versucht sein, ihr eine zu Füßen zu nehmen.